Hallo! Und willkommen zurück zu Zwei Idioten machen eine Ostküstenstadt unsicher. Versuchen währenddessen ein Casino auszurauben. Mit wieder dabei ist hier mein Steuerberater. Steuerberater, hi. Die noch schläft. Wir gehen sie mal besuchen. Steh auf. Er wollte irgendwie schlagen oder so, aber kann ich nicht. So, ja. Es geht weiter. Jo. Das tut es. Huch. Was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? So, wir haben die Karten. Wir haben. Warte mal. So, wir haben die Ausrüstung. Jetzt nehmen wir den Tresorraumbohrer. Also, damit wir überhaupt in den Tresorraum rein. Ui. Wir wollen ja auch nicht zu laut sein. Ach Gott. Zu laut gibt's nicht. Ich muss sagen. Weil, ne, wir haben eine, falls man es merkt, okay, vielleicht merkt man es nicht, wir reden weniger Scheiße, also merkt man es. Wir bauen aber weniger Scheiße. Das ist leider ein Problem bei uns. Wir hatten jetzt eine Aufnahmepause hinter uns. Und ich muss sagen, die erste Folge. Das habe ich dir sogar geschrieben, Patrick. Die war ein bisschen laut. Wir haben uns aber zum Ende hin gut eingepegelt. Finde ich gut. Meinst du, dass dann diese Folge wieder laut sein wird? Und das kann sein, hier... aber, ne, wie gesagt, das pegelt sich ein in den nächsten Folgen. Oh Gott! Hä? Ich bin da dagegen gefahren. Ich finde schön, dass wir so halbwegs versuchen, mein Auto neu zu färben. Hinten so einen schönen Ketchup-Fleck draufgetan. Ah ja. Das geht schon. Ja, ist doch schön. Oh. Ich habe mir gerade so die schöne Umgebung angeguckt und kaum gehe ich wieder zurück, krass zum Motorradfahrer. Zum Glück sind wir nicht auf dem Motorrad. Ja, hast recht, also... Ich hab Angst jetzt vor Zäunen. Ich hab eine Zaunphobie. Und eine Motorradphobie. Bist jetzt klaustrophob. Ich bin Klaus, ja. Oh, warte. Das war... Jesus! Direkt abbiegen. Okay, hier möchte ich nicht sein. Tschüss. Ich nehme einen Umweg. Weg ins Verderben. Ich mach das Fenster kaputt, um dann auf dich zu schießen. Zu zielen. Schießen kann ich leider nicht auf dich. Leider. Fahr schneller, du Hobelschlunze. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Ich hab mitgeholfen. Danke. Oh Gott! Ich glaub nicht, dass mir das hilft. Ach, was weißt du schon? Ich weiß es nicht. So, wir sind. Da. Oh! Oh, wir sind Polizisten. Neue Undercover-Polizisten.
small, but powerful enough to wreck the innards of a highly durable vault locking mechanism. Make your way back to planning immediately. Huch! Ja, das lief gut. Das glaube ich dir. Ja. So ein leichtes Problem hier. Du kannst raus. Luft frei? Ja. Na geil, du. Hi. Das haben wir doch gut gemacht, ne? Ich hatte, sehr schön. Das lief, ja. Das lief reibungslos. Das PD. Ich hab ganz vergessen, ich habe hier jetzt kugelsichere Reifen. Ja, das ist beim kugelsicheren Fahrzeug wichtig. Kannst du mal abschießen? Dominik? Kannst du mal bitte abschießen? So, ja, wer soll ich, wen soll ich abschießen? Die Helis hier. Diese. Ach da! Hier, Polizei, wir sind hier! Oh. Sorry, ich wollte nicht wegrollen. Okay. Fahr irgendwo in die Berge. In die Berge? Das wird gleich Richtung so. In die Berge ist genau richtig. Warte jetzt. Wo okay, fahr da einfach runter. Oh. Na, fahr da unter die Brücke. Das ist auch perfekt. Hm. Ah, ja, die suchen uns, okay. Was? Oh. Oh, falsche Taste. Ich glaube, unser Versteck ist aufgeflogen. Wir machen mal einen Fahrerwechsel. Okay. Nein, steck ein. So, auf Deichen stehen wir, wenn sie schießen. Tun sie wirklich. Wir fallen jetzt ein bisschen so in die Berge. Müssen die, das. Müssen die Natur genießen. Manchmal braucht man für die Welt auch einen anderen Blickwinkel. Deswegen stellen wir uns auch öfters mal auf den Kopf. Oh, oh Gott. Das war natürlich alles geplant. Das war sogar fast gut. Ach, fick dich. Bin wie ein wildes Tier. Oh Gott. Wilde Tiere laufen auch öfters mal gegen Bäume.
nicht lang. Aber irgendwo doch hier entlang. Aha. Hier verlieren sie uns. Dann war einfach hier unten. Hier kommen wir wenigstens von den Cops weg. Ja. Ja, sehr schön. Dann ab zur Spieler alle. Und bitte nicht auf dem Weg sterben. Ja, ja, das schaffe ich schon. Mein Auto ist wie eine Bergziege. Die stirbt nicht. Bergziegen tun das, mein Auto nicht. Gut, das hat nicht geklappt. Wie eine Bergziege, sagst du? Das hat auch nicht geklappt. Nutzen wir mal die andere Seite. Das ist eine echt bockige Bergziege. Ja, kennst doch Bergziegen. Nein. Das tut mir leid. Ich hab noch nie eine kennengelernt. Ich hoffe, das gibt eine gute Wertung ab bei den Richtern. Und das war schon ein sehr cooler Stunt, den wir da abgeliefert haben. Ja, das lässt sich sehen. Musst du den Motorradfahrer kurz umbringen? Den habe ich nicht mehr erwischt. Hat er Glück gehabt. Den habe ich noch erwischt. Ah, das fickt mich. Ich raste jetzt nicht die ganze Zeit über. Okay. Versuch's einfach nicht. Versuch's einfach nicht. Macht aber so viel Spaß. War ein bisschen zu robust, der Motorradfahrer. Bist weniger robust. Das ist halt die für ein Problem. Ich weiß nicht. Oh Gott, was haben wir hier für ein Problem? Ah, nur geisteskranke Lastwagenfahrer. Das ist ein Problem, was häufig in Los Santos vorkommt. Ja. Oh Gott! Ich hab nochmal nach hinten geguckt, der ist der hat sich gespiked. Auf die Erfolgreich. Oh, falsch, zu früh abgebogen. Ich wäre beinahe in eine Kirche reingerast. Wieder sehr spektakulär. Warte mal, was kann ich wegpacken? Das Auto sieht nicht mehr einwandfrei aus, aber ist noch okay. Meinst du, da geht noch was in dieser Folge? Nee, komm. Wir haben 15 Minuten. Okay. Man kann man die 15 Minuten mit viel Scheiße strecken. Geil! Jetzt weiß ich, wie das Assi-YouTuber machen. Hast du vergessen, wie unsere vorherigen 7 Folgen waren? Das war das gleiche. Nur mit mehr Scheiße. Also mit noch mehr Scheiße, deswegen war es etwas unterhaltsamer für uns. Ja. Aber, weißt du, was ich jetzt sage? Was denn? Vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos.
dieses Produkt ist, was ich auf YouTube hochgeladen habe. Und die andere Person auf YouTube hochgeladen hat. Hi. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.